So, willkommen zurück. Wir sind jetzt in den weiteren Bereichen, das heißt, wir haben das Dashboard und die Landingpage bereits behandelt. Jetzt wird es eigentlich gar nicht mehr so kompliziert, weil es geht jetzt rein um den internen Bereich. Da ist optisch wenig zu gestalten, sondern es geht eigentlich lediglich darum, die einzelnen Felder auszufüllen. Und wir sind jetzt hier bei den Rewards. Wir haben hier im ersten Schritt die Free Offer, also das Angebot, sozusagen das Download-Angebot, das Sie Ihren Besuchern sozusagen für Ihren Eintrag bereits zur Verfügung stellen. Und das ist eigentlich immer gleich aufgebaut. Ich zeige das mal hier in der kleinen Übersicht. Wir haben hier das Download-File, also da muss die Datei rein, die Sie zum Download anbieten. Sie haben hier ein Produktimage, auch hier können Sie ein Bild hochladen. Wir haben dann die Downline-Headline, da würde ich immer den Titel des Produktes reinschreiben. Und hier können Sie natürlich noch einen Text reinschreiben mit Download-Subheadline, zum Beispiel wie es hier drin steht bei uns. Mit einem Klick können Sie dieses tolle WordPress-Plugin downloaden. Sie wählen dann entsprechend noch Ihren Button aus in der Farbe, beziehungsweise können den natürlich auch anpassen und hier noch ein Text-Plugin hier herunterladen. Das ist im Prinzip alles beim Free-Offer und wenn man hier die Reward-Offers, ich wechsle da also gleich zu den Rewards, dann können Sie hier jeweils Ihre Bonusprodukte sozusagen einbinden und da haben Sie genau das gleiche Spiel. Sie aktivieren hier Ihren Bonus, Sie suchen sich dann hier notfalls ein vorgefertigtes Symbol raus. Ich würde aber immer einen Custom wählen, weil einfach dieses Produktbild doch sehr wichtig ist. Und hier haben Sie dann gleiche Reihenfolge. Sie haben hier ein Produktbild, Sie haben hier Ihren Titel, Ihren Subtitel, also Ihren Untertitel. Sie können hier festlegen, vor allem welche Punkte erforderlich sind von Ihren Usern, damit dieses Produkt downgeloadet werden kann und dann entsprechend noch den Titel zum Download und natürlich auch die ZIP-Datei, beziehungsweise in dem Fall einfach diese Download-URL von Ihrem Produkt. Und das geht dann eigentlich reihum so weiter. Sie haben hier dann die weiteren Möglichkeiten, Reward Unlock 2. Also Sie können insgesamt 6 Bonusprodukte anbieten, die die User durch entsprechende Punkte erreichen können. Zusätzlich haben Sie hier natürlich die Möglichkeit, die Share-Funktion einzubinden. Das heißt, Sie haben hier die Beschreibung, so funktioniert es. Dann können Sie entweder das Video, das vorgefertigt ist, nehmen, ist in Englisch. Wir werden dann noch ein Video in Deutsch nachreichen. Sie können hier die Beschreibung, wie es funktioniert, anklicken und Sie können natürlich dann vor allem festlegen, welche Punkte bzw. Verteiler Sie nutzen möchten. Ich würde natürlich alle 4 immer nutzen, weil das macht am meisten Sinn und das Ganze speichern Sie und schon ist es fertig. Unter den Extra Points haben Sie dann noch zusätzlich die Möglichkeit, extra Punkte zu vergeben und zwar in der Form, dass einmal hier Like on Facebook, also Ihre Facebook-Seite, geliked wird. Auch hier haben Sie entsprechende Texte, gefällt mir für unsere Facebook-Seite zum Beispiel. Sie erhalten hierfür 2 Punkte. Sie legen auch fest, wie viele Punkte es dafür geben soll. Da können Sie natürlich frei entscheiden und so weiter und so fort. Sie tragen hier dann letztendlich Ihre Facebook-Fanpage-URL ein und natürlich das gleiche für Twitter. Hier auch wieder die entsprechenden Texte eintragen. Dann entsprechend, wie viele Punkte Sie vergeben möchten und dann natürlich Ihren Twitter-Username. Auch das relativ einfach gestaltet. Sie können das ja anhand von diesem Video vorerkennen, aber ich denke, das ist alles sehr intuitiv und da müssen Sie eigentlich nicht viel machen. Okay, und zu guter Letzt haben wir hier noch das Design. Da können Sie auch wieder Hintergründe und Ähnliches festlegen. Sie sehen, wir haben hier gar nichts gemacht. Wir haben das einfach in der Grundeinstellung gelassen, weil das natürlich auch eine sehr individuelle Geschichte ist. Das heißt, jeder hat da seine eigenen Vorstellungen und da können Sie einfach mal mit einer Testkampagne ein bisschen sich mit dem Tool beschäftigen. Das macht in der Regel am meisten Sinn. Ja, das war es schon zu den Rewards, also zu den Bonusmöglichkeiten. Mehr ist da nicht. Es ist sehr einfach gehalten. Sie finden vor allem bei uns im internen Bereich. Ich zeige Ihnen das ganz kurz an dieser Stelle natürlich auch gerne noch. Sie finden im internen Bereich bei uns die Bonus-Downloads, die wir ja mit angeboten haben. Das sind einfach Produkte, für die wir die Möglichkeit haben, diese herauszugeben. Und ich logge mich da einfach mal schnell auf unsere Seite ein auf g.de und zeige Ihnen das kurz. Sie finden das also immer grundsätzlich unter Ihren Gruppen, weil wir das alles über Gruppenrechte gelöst haben. Hier ist das WordPress-Plugin viraler Listenaufbau. Und wenn Sie jetzt hier zu den
Bonusmaterialien gehen, dann haben Sie hier eben die Auflistung Ihrer möglichen, die Sie benutzen dürfen, Ihrer möglichen Bonusangebote. Momentan sind da 11 Stück drin, es werden noch weitere hinzukommen, weil wir ja auch stark mit diesem Tool arbeiten. Und Sie können da einfach hier entsprechend die Texte mit Copy and Paste rauskopieren. Sie markieren dann den Text zum Beispiel, Sie markieren hier aber auch den Download-Link oder Sie markieren hier das Produktbild. Okay, mehr ist da nicht dazu. Im nächsten Video geht es um die Integrations.